In diesem Video geht es um den sogenannten Erwartungswert. Dazu werden wir uns als Motivation folgende Aufgabe anschauen, und zwar: Alice ist auf einem Schulfest ihrer Schule, an einem Stand trifft sie Bob. Bob schlägt ihr vor, folgendes Spiel zu spielen. Für 3 Euro darf sie einmal mit einem Spielwürfel würfeln. Ihr wird dann die gewünschte Augenzahl in Euro ausgezahlt und wir sollen entscheiden, ob es sich bei diesem Spiel um ein faires Spiel handelt. Als erstes muss man sich fragen, was soll sinnvollerweise dieses faire Spiel denn sein? Und in dieser Situation gibt es ja 2 Sichtweisen, einmal die Sicht von Alice und einmal von Bob. Alice ist in Vorteil, wenn sie auf Dauer Gewinn macht. Analog dazu wäre Bob in Vorteil, wenn Bob, also er, dann auf Dauer Gewinn machen würde. Ein faires Spiel sollte jetzt keinen der beiden Spieler in Vorteil sehen. Das heißt, ein Spiel ist fair, wenn weder Alice noch Bob in Vorteil ist. Dann ist es der Fall, wenn beide auf Dauer weder Gewinn noch einen Verlust machen. Bevor wir mit der abstrakten Mathematisierung starten, würde ich gerne ein Gefühl für die Situation bekommen. Dazu habe ich folgende Simulation gestartet. Und zwar habe ich das Spiel 900 Mal gespielt. Und diese Zahlen bedeuten, welche Zahl gewürfelt wurde. Also in dem ersten Spiel war es eine 6, in dem zweiten eine 2, in dem dritten eine 3 und so weiter. Und hier in dieser Tabelle soll jetzt eingetragen werden, welchen Gewinn Alice denn gemacht hat. Möglich sind folgende Gewinne: minus 2 Euro, das bedeutet, wir haben eine 1 gewürfelt. Bei 3 Euro Einsatz und einem ausgezahlten Euro machen wir 2 Euro Verlust, und das geht so weiter, bis wir 3 Euro gewinnen können. Das ist der Fall, wenn wir eine 6 gewürfelt haben. 6 Euro werden ausgezahlt. Da wir aber 3 Euro eingezahlt haben, machen wir einen Nettogewinn von 3. Nun zählen wir, wie oft wir die minus 2 Euro gewonnen haben. Das sind 162 Mal. Einen Gewinn von minus 1 Euro haben wir 157 Mal gemacht. Gar keinen Gewinn, also einen Gewinn von 0, den haben wir 131 Mal gemacht. 1 Euro haben wir 170 Mal gewonnen, 2 Euro 135 und 3 Euro 145. Da wir nun Daten gesammelt haben, können wir für diese 900 Spiele Statistik betreiben und einen Mittelwert berechnen. Für die Berechnung des Mittelwertes würde ich gerne 2 Möglichkeiten hier durchgehen. Die erste Möglichkeit ist, glaube ich, die, die alle von uns als erstes nehmen würden. Und zwar möchten wir einfach schauen, wie viel Gewinn wir insgesamt in diesen 900 Spielen gemacht haben. Und dann teilen wir das Ganze durch die Anzahl der Spiele durch und bekommen einen durchschnittlichen Gewinn pro Spiel. Also wir hatten 162 Mal die minus 2 Euro gewonnen, 157 Mal minus 1 Euro und so weiter bis 145 Mal die 3 Euro. Hier im Zähler steht also der gesamte Gewinn, den wir gemacht haben. 900 Mal haben wir gespielt. Das bedeutet, pro Spiel haben wir im Schnitt 44 Cent gewonnen. Bei der zweiten Möglichkeit machen wir das vielleicht auf den ersten Blick etwas unintuitiver. Und da ist der Trick, die absoluten Häufigkeiten durch die sogenannten relativen Häufigkeiten zu ersetzen. Mit den relativen Häufigkeiten, falls wir uns nicht mehr erinnern sollten, ist Folgendes gemeint. Wir schauen uns an, welchen Anteil an der Allgemeinheit die unterschiedliche Gewinne hier ausmachen. Zum Beispiel hier minus 2 Euro haben wir in 162 900stel der Fälle dann gewonnen. Und das Ganze kann man ja für alle möglichen Gewinne hier ausrechnen. Üblicherweise würde man das auch als Dezimalzahl hinschreiben oder vielleicht als Prozentzahl. Ich würde gerne hier bei den Brüchen, bei den normalen Brüchen bleiben, um das Ergebnis durch Rundungen nicht gegebenenfalls zu verfälschen. So, wenn wir die relativen Häufigkeiten haben, können wir den Mittelwert folgend ausrechnen.
Und zwar, wir multiplizieren die Gewinne mit den relativen Häufigkeiten für diese jeweiligen Gewinne. Und so kommen wir zu dem Mittelwert. Die geübten Mathematikerinnen und Mathematiker unter uns sehen auch, dass es im Prinzip auch die gleiche Rechnung ist. Wir haben hier unterschiedlich 6 Brüche mit dem gleichen Nenner von 900 und der nächste Rechenschritt wäre eigentlich das, was wir hier bei der ersten Möglichkeit haben, und es überrascht einfach nicht, dass die zweite Möglichkeit auch zu dem gleichen Ergebnis führt, zu einem Gewinn von 44 Cent. Das würde bedeuten, dass zumindest bei diesen 900 Spielen Alice in Vorteil wäre, weil sie einen Gewinn von 44 Cent pro Spiel im Schnitt gemacht hat. Den Grund, weshalb wir uns mit der zweiten Möglichkeit hier auseinandergesetzt haben, also mit den relativen Häufigkeiten, sehen wir auf der nächsten Folie. Dort machen wir nämlich den Sprung zu der Wahrscheinlichkeitsrechnung und fangen an, das Ganze etwas zu abstrahieren. Und aus mathematischer Sicht handelt es sich hier um ein Zufallsexperiment, und dieses Zufallsexperiment, was wir durchgeführt haben, hat folgende Ergebnisse. Ich glaube, an dem Beispiel können wir sehr gut ein Gefühl dafür bekommen, was mit Ergebnissen gemeint ist. Und zwar für das Zufallsexperiment gibt es folgende Ergebnisse. Das erste Ergebnis, üblicherweise werden Ergebnisse mit einem kleinen Buchstaben x mit einer fortlaufenden Nummer dann bezeichnet. Das erste Ergebnis minus 2 Euro, das zweite Ergebnis minus 1 Euro und so weiter und so fort bis zu dem sechsten Ergebnis 3 Euro. Also das ist die Ergebnisse, ist das, was einzeln überhaupt möglich ist. So, diesen Ergebnissen kann man in der Wahrscheinlichkeitsrechnung sogenannte Wahrscheinlichkeiten zuordnen. Diese Wahrscheinlichkeiten sind in der echten Welt tatsächlich meistens nicht bekannt, und sie müssen irgendwie gewählt werden, und man sagt, eine Wahrscheinlichkeit ist dann gut gewählt, wenn durch diese Wahrscheinlichkeiten relative Häufigkeiten gut vorhergesagt werden. So, bei unserem Spiel haben wir einen Spielewürfel verwendet, und die Eigenschaften von diesem Spielewürfel werden uns helfen, auch die jeweiligen Wahrscheinlichkeiten zu diesen Ergebnissen auch vernünftig zu wählen. Und zwar gehen wir an dieser Stelle davon aus, dass alle Augenzahlen bei diesen Würfel gleich wahrscheinlich sind. Da 6 Zahlen möglich sind, ist die einzige Möglichkeit, diese gleich wahrscheinlich zu machen, allen Ergebnissen hier die gleiche Wahrscheinlichkeit von einem Sechstel zuzuordnen. Hier eine kleine Fußnote. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es tatsächlich einen Würfel gibt, wo die Augenzahlen tatsächlich gleich wahrscheinlich sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man es schafft, irgendwie die Dichte eines Würfels so perfekt zu verteilen, dass diese Wahrscheinlichkeiten tatsächlich hundertprozentig so sind. Es gibt aber keine Möglichkeit, diese tatsächlichen Wahrscheinlichkeiten zu ermitteln. Das Einzige, was wir machen können, ist, die relativen Häufigkeiten zu messen, und je öfter wir ein Zufallsexperiment dann durchführen, desto mehr Daten wurden dann erhoben und desto näher sind unsere relativen Häufigkeiten an den tatsächlichen Wahrscheinlichkeiten dann dran. Okay, wenn wir jetzt die Ergebnisse und die Wahrscheinlichkeiten haben, können wir die dann zusammen als eine sogenannte Wahrscheinlichkeitsverteilung zu einem Zufallsexperiment hinschreiben. Ich mache das gerne in Form einer Tabelle. So, hier listen wir einfach die Ergebnisse auf die 6 Stück, die möglich sind. Und für jedes Ergebnis wird dann die jeweilige Wahrscheinlichkeit hingeschrieben. Ich an dieser Stelle schreibe immer wieder gerne, wofür dieses I hier bei dem Ergebnis und bei der Wahrscheinlichkeit steht. Das ist jetzt einfach eine fortlaufende Zahl von 1
bis 6. Das Ganze ist aber ausgegraut, weil es streng genommen nicht da stehen muss. Man kann sich diese erste Zeile hier sparen und die tatsächliche Wahrscheinlichkeitsverteilung aus diesen hier deutlich sichtbaren Zeilen hier, die sich hier dann darstellen. Okay, nun soll es um die Definition des Erwartungswertes gehen. Und die Idee ist an sich relativ einfach. Wir ersetzen die relativen Häufigkeiten durch die Wahrscheinlichkeiten bei der Berechnung des Mittelwertes. Mittelwert schreibe ich jetzt hier in Anführungszeichen, weil sobald wir die relativen Häufigkeiten durch die Wahrscheinlichkeiten ersetzt haben, ist es nicht mehr der Mittelwert, sondern halt der Erwartungswert. So, als erstes würde ich gerne den Erwartungswert so definieren, wie es dann in einem Lexikon oder in einem Mathematikbuch stehen würde. Wir lesen das einmal durch und dann spätestens bei dem Beispiel, den wir dann dazu rechnen, wird es hoffentlich klar, wie diese Definition zu lesen ist. So, die Definition des Erwartungswertes. Gegeben seien die Ergebnisse x1, x2 und so weiter bis xn, also n Stück, und die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten p1, p2 und so weiter bis pn. Dann heißt, so, dann haben wir jetzt einen neuen Buchstaben und es ist ein griechischer Buchstabe μ, also das griechische klein m. Sieht aus wie ein U, hat aber hier so einen längeren Strich hier am Anfang. So, das ist der Buchstabe des Erwartungswertes und den Erwartungswert berechnen wir, indem wir das Ergebnis 1 mit der zugehörigen Wahrscheinlichkeit von x1 multiplizieren plus das zweite Ergebnis multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit von dem zweiten Ergebnis und so weiter und so fort, bis wir bei dem letzten Ergebnis angekommen sind und den multiplizieren wir mit seiner Wahrscheinlichkeit und summieren alles auf. So, und dieses μ hier wird in der Mathematik der Erwartungswert der Wahrscheinlichkeitsverteilung genannt. So, und dieser Erwartungswert sagt uns, welchen Mittelwert wir dann auf Dauer erwarten würden. So, jetzt versuchen wir das Ganze zu verstehen. In dem ersten Teil der Definition werden einfach die Zutaten genannt, die wir für die Berechnung des Erwartungswertes benötigen. Man schreibt dann das Ganze in Konjunktiv 1. Man erschafft einfach die Dinge, die man braucht, so ein bisschen wie es werde Licht, also gegeben seien folgende Dinge, also mögen diese entstehen und wir haben irgendwie ein Stück von Ergebnissen und die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten dazu. Die beiden gemeinsam bilden auch die Wahrscheinlichkeitsverteilung und für diese Wahrscheinlichkeitsverteilung sind wir in der Lage, einen Erwartungswert zu berechnen und die Rechnung ist tatsächlich denkbar einfach. Man nimmt die Zahlen aus dieser Ergebnisliste und die Zahlen aus dieser Wahrscheinlichkeitenliste, multipliziert sie dann passend miteinander und diese Produkte werden dann zusammengezählt und das ist dann der Erwartungswert und dieser gibt an, welchen Durchschnitt wir auf Dauer dann pro Zufallsexperiment zu erwarten haben, deshalb auch der Name Erwartungswert. So, diesen Erwartungswert können wir auch für unsere Aufgabe bestimmen, die wir uns am Anfang angeschaut haben. Also zurück zu Alice und Bob. So, in der Aufgabe hatten wir nämlich folgende Wahrscheinlichkeitsverteilung. Wir haben die Ergebnisse minus 2, minus 1, 0, 1, 2 und 3. Das sind jetzt x1, x2, x3, x4, x5 und x6. So, und diese Ergebnisse haben ja die Wahrscheinlichkeiten jeweils ein Sechstel. Und nun werden die jeweiligen Ergebnisse mit den zugehörigen Wahrscheinlichkeiten multipliziert und diese Produkte, die wir gebildet haben, dann aufsummiert. Also rechnen wir alles zusammen. Und wenn wir diese Rechnung dann durchführen,
kommen wir auf 0,5 Euro, also 50 Cent. Das würde bedeuten, dass wenn wir dieses Spiel unendlich oft spielen würden, würden wir dann im Schnitt bei diesen unendlich vielen Spielen pro Spiel 50 Cent Gewinn machen. Das bedeutet, auf lange Sicht gewinnt Alice einen halben Euro pro Spiel. Und damit handelt es sich bei diesem Spiel um kein faires Spiel. Ne? Also das Spiel ist nicht fair. Alice ist nämlich im Vorteil.